Hey Leute, was geht ab? Hier ist Cynex mit einem weiteren Commentary und dem wahrscheinlich letzten Video, das ich dieses Jahr hochladen werde. Ja, das neue Jahr klopft an die Tür, es ist bald da. Wenn ihr dieses Video seht, sind es wahrscheinlich noch 2 Tage, es ist echt nicht mehr lange. Ich glaube nicht, dass ich in dieser Zeit noch ein neues Video hochladen werde. Naja, auf jeden Fall ist das auch hier das erste Video nach Weihnachten. Wie sieht's eigentlich aus? Hattet ihr ein schönes Weihnachtsfest? Habt ihr toll mit eurer Familie gefeiert? Habt ihr euch reich beschenken lassen? Und vor allem das Allerwichtigste, habt ihr vor allem geil die Weihnachtsnoobs gebasht? Ich für meinen Teil habe sie gebasht, aber leider nur so die ersten 2, 3, 4 Tage, also bis zum 27. und dann war es das leider auch schon. Ich habe vor allem selber kaum Gameplays erspielt, ihr seht hier gerade im Hintergrund ein bisschen was davon. Der Lennart hingegen, der hat ziemlich geile Gameplays erspielt, werdet ihr wahrscheinlich auch bald auf dem Kanal hier sehen. Sehr schön gebasht mit Loadstar und allem möglichen, also richtig, richtig geile Gameplays, werdet ihr auf jeden Fall bald sehen. Und ja, heute endlich mal habe ich es geschafft, diese Videoidee bzw. diese Serie hier umzusetzen. Ich erkläre euch mal, worum es hier eigentlich geht. Also, ich möchte eine neue Serie starten, wo ich über Shotguns rede, weil ich jetzt jede Shotgun auf Diamant bekommen habe. Ihr seht hier im Hintergrund schon die Remington-Clips. Und zwar, ihr seht Clips, weil es echt schwierig ist, Gameplays zu erspielen, die, also keine Ahnung, wie lange brauche ich denn, 5 bis 6 Minuten am Stück wirklich geil sind. Deshalb habe ich mir überlegt, so kleine 2-Mann-Feeds oder wo man halt so eine Minute vernünftig spielt oder geil spielt, das schneide ich gerade so zusammen und ihr seht das jetzt gerade im Hintergrund. Ich bin mal gespannt, wie das bei euch ankommt. Und ich möchte jetzt eigentlich so ein bisschen über die Shotguns reden und zwar über jede einzelne Shotgun in einem einzelnen Video. Heute fange ich mit der Remington an, seht ihr ja wunderbar. Und einfach so ein bisschen darüber reden, welche Klassen kann ich dafür empfehlen. Ich gebe euch auf jeden Fall meine Klasse vor, mit der man gut spielen kann. Welche Taktiken sollte man benutzen, wie stark ist diese Waffe, was zeichnet diese Waffe aus, also diese Shotgun. Und ich denke mal, ich bin auch dazu eindeutig in der Lage, weil ich meine, ich habe jetzt jede Shotgun auf Gold gespielt. Aber vielleicht sollte ich hier noch ganz kurz aufklären, wie kriegt man eigentlich eine Waffe auf Diamant? Man muss jede Waffe in dieser Waffenkategorie auf Gold kriegen. Dann kriegt man alle Waffen dieser Waffenkategorie auf Diamant. Das heißt, also auf Deutsch heißt es im Endeffekt, mach jede Shotgun auf Gold und dann kriegst du alle Shotguns auf Diamant. Oder das gleiche gilt für alle SMGs, wobei SMGs sind wesentlich mehr, es gibt ja nur 4 Shotguns. Also auf jeden Fall, heute das erste Commentary über die Remington R870 MCS. Ich bin sehr gespannt, wie es ankommt. Schreibt mir mal bitte in die Kommentare, wie ihr das Ganze findet. Verbesserungsvorschläge für die nächsten Videos. Ich bin echt gespannt. Kann ja sein, dass ihr alle sagt, ja, das hat jetzt nicht so den großen Mehrwert oder vielleicht versuchst du doch mal ein ganzes Gameplay zu erspielen. Schreibt es mir bitte in die Kommentare, lasst eine Bewertung da und wir fangen direkt an mit der Remington. Die Remington ist die einzige richtige Pump-Action-Shotgun im gesamten Spiel. Es gibt ja nur 4 Shotguns und halt noch den Executioner. Und die S12 und die M1216 sind beides halbautomatische Shotguns, genauso wie der Executioner, der ja vor allem auch noch eine Pistole ist eigentlich. Und was ganz interessant ist, die KSG ist so ein ganz spezieller Fall. Die ist zwar auch eine Art Pump-Action-Shotgun, allerdings schießt sie nur eine einzige dicke, fette Kugel, quasi wie so eine Sniper-Kugel, halt eine relativ große und dicke Kugel, wenn man einmal auf den Trigger drückt und nicht so wie die Remington 8 einzelne Kugeln. Und deshalb finde ich, ist die Remington die einzige Shotgun in Black Ops 2, die sich richtig spielt wie eine Spaß 12 aus MW2 oder wie eine Stakeout aus Black Ops 1. Gefällt mir deshalb auch persönlich richtig gut, fast meine Lieblingsshotgun direkt neben der KSG, aber dazu kommen wir halt im nächsten KSG-Video. Jetzt kommen wir mal zum Schaden von der Remington, der ist ganz groß, nämlich auf nahe Entfernung, wirklich im Nahkampf macht die Remington pro Kugel 50 Schaden, auf Entfernung geht das dann runter bis auf 10 Schaden, was dann sehr gering ist. Man muss aber bedenken, wenn man einmal auf den Trigger drückt, schießt man direkt 8 einzelne Kugeln und man muss halt gucken, ob diese einzelnen Kugeln treffen. Also im Optimalfall, wenn alle 8 Kugeln im Nahkampf treffen, macht die Remington einfach mal 400 Schaden und damit tötet man einen Gegner halt einfach 4-mal, weil man hat halt einfach nur 100 Lebenspunkte und das ist relativ viel. Dafür muss man aber natürlich gucken, naja, trifft man alle 8 Kugeln. Im Nahkampf ist das relativ gut gegeben, deshalb macht man halt auch im Nahkampf relativ viele One-Shots. Auf Entfernung sieht das dann schon ganz anders aus. Selbst wenn alle 8 Kugeln treffen, macht man nur 80 Schaden und bräuchte dann mindestens 2 Schuss. Aber bei der Streuung, selbst wenn man ranvisiert, ist das relativ unwahrscheinlich, dass alle 8 Kugeln treffen. Die Entfernung ist ganz interessant, das sind nur 14,5 Meter, danach fangen die Kugeln einfach an zu verschwinden, also ab 14,5 Meter verschwinden die Kugeln der Remington, man trifft einfach gar nichts mehr und selbst wenn die Streuung so groß wäre, man hat einfach keine Möglichkeit danach noch was zu treffen. Der lange Lauf verlängert die ganze Sache um 2 Meter, verlängert damit übrigens auch die One-Shot-Kill-Range und die gesamten Schadens Teile, also wann der Schaden runterdroppt, das verlängert alles der lange Lauf. Interessanterweise halt um 2 Meter, während der Schall
Schalldämpfer das Ganze nur um einen Meter verkürzt. Das heißt, wenn man einen Schalldämpfer auf die Shotgun packt, ist ganz interessant, ist das gar nicht so schlimm. Also der Nerf der Shotgun, wenn man dann einen Schalldämpfer drauf packt, ist gar nicht so groß, denn das Ganze geht nur um einen Meter runter, dann auf 13,5 Meter. Die One-Shot-Kill-Range ist, wenn man mit allen 8 Kugeln trifft, ungefähr 11 Meter. Das ist aber relativ unwahrscheinlich. Deshalb habe ich mir mal überlegt, okay, wenn man jetzt nicht hundertprozentig auf dem Target ist und wenn man nicht jede einzelne Kugel trifft, was einfach relativ wahrscheinlich ist, da man halt nicht 8 Kugeln alle treffen kann, ist die One-Shot-Kill-Range ungefähr 8 Meter, wenn man ranvisiert. Das sollte man sich einfach mal merken. 8 Meter und danach muss man mit der Remington schon zweimal zielen und ich denke mal mit einer SMG, also wenn der Gegner eine SMG hat, hat man dann schon eindeutige Nachteile. Kommen wir mal zur Genauigkeit. Aus der Hüfte ist die Remington am ungenauesten. Da hilft dann natürlich der Laser, das Laser-Sight-Visier. Ungefähr 60-70% wird man dadurch genauer. Das kann man sich alles ausrechnen, weil die Crosshairs, die man ja hier sieht, diese mini weißen Striche, das gibt ungefähr den Kreis an, oder nicht nur ungefähr, das gibt sogar relativ genau den Kreis an, in dem die Kugeln auftreffen können oder in dem die Kugeln landen können. Und wenn man das Ganze dann umrechnet, das Ganze ist ja Pi R-Quadrat, haben wir ja alle in der Mathematikschule damals gelernt, kann man das alles ausrechnen und ungefähr mit Lasersight aus der Hüfte wird das Ganze dann um 60-70% genauer. Am genauesten ist die Remington aber immer noch, wenn man ranvisiert, also wenn man durch die Iron Sights zielt, würde ich euch immer empfehlen, weil man dann einfach gerade auf Entfernung auf jeden Fall viel mehr trifft. Allerdings muss man auch bedenken, übrigens sind das 90% Genauigkeit im Vergleich zum aus der Hüfte feuern ohne irgendwelche Aufsätze. Allerdings muss man immer bedenken, man kann, wenn man daneben trifft, trifft man halt einfach gar keine Kugel, ne? Muss man immer gucken, aber ich denke mal, einigermaßen genau ist man damit schon. Also ranvisieren sollte man gerade auf Entfernung ab 5, 6, 7, 8 Meter immer vorziehen. Die Goldtarnung ist mit der Remington wirklich relativ einfach zu erreichen. Man braucht 250 Sofortabschüsse, das geht relativ schnell, wie ich persönlich finde. Ist eigentlich relativ einfach, kein großes Ding. Man muss ungefähr 2,5 Stunden spielen, dann hat man das Ganze. Also wirklich dauert das Ganze nicht lange. Danach muss man noch 50 Abschüsse ohne Perks machen und dann 50 Abschüsse ohne Aufsätze auf der Remington. Und danach noch ein paar andere kleine Sachen, die erledigt man dann nebenbei. Was dann noch ganz interessant ist, man muss 10 5er Abschussserien erreichen. Daran habe ich ein bisschen länger geknabbert, habe ich bestimmt auch nochmal 1,5 Stunden dran gesessen, weil ich immer bei 4 Kills verreckt bin. Allerdings sollte das gar nicht so schwer sein. Also ich denke mal, gerade die Remington ist vor allem im Vergleich zu den anderen Shotguns wirklich relativ leicht auf Gold zu kriegen. Wer da Bock drauf hat, das geht echt schnell hin. Ich würde mal behaupten, 4 Stunden. Ja, zum Ende des Videos möchte ich euch noch eine kleine Klasse vorstellen, eine Remington-Klasse, mit der ich persönlich echt gerne spiele. Ihr müsst nicht alles davon so übernehmen, wie ich das jetzt hier gemacht habe, aber so ein paar Sachen sind echt verdammt wichtig, wie ich persönlich finde. Dazu gehören auf jeden Fall der lange Lauf und der Lasermarkierer, zwei Attachments, die schon fast Pflicht sind für die Remington. Der lange Lauf auf jeden Fall, man braucht jedes bisschen Reichweite, um den Gegner schnellstmöglich zu erreichen. Man muss ja die Lücke füllen, also die Entfernung so möglichst klein halten zwischen dir und deinem Gegner. Und der lange Lauf hilft einfach dabei, diese Entfernung noch ein bisschen größer zu machen, damit man auch ein bisschen mehr One-Shots kriegt, damit man einfach mehr Schaden macht und natürlich was auf dem mehr Kugeln auf dem Gegner landen. Das ist einfach ganz wichtig. Der Lasermarkierer ist natürlich auch ganz wichtig, weil man nicht die ganze Zeit aus der Hüfte, weil man nicht die ganze Zeit ranvisieren kann. Aus der Hüfte feuern ist manchmal schon echt einfach und der Lasermarkierer hilft da einfach unglaublich. Deshalb finde ich, ist der auch Pflicht. Der Schnellziehgriff ist schon eine Option, allerdings habe ich das öfters mal ausprobiert. Man müsste jetzt noch 2 Punkte dazu hinzufügen, weil man muss ja sich auch noch eine Wildcard kaufen. Ist es, finde ich, nicht ganz wert, deshalb habe ich den mal hier weggelassen. Er hat jetzt auch nicht so wirklich viel geholfen. Also man aimt einfach doppelt so schnell ran, also von 0,25 Sekunden auf 0,125 Sekunden braucht man dann zum Ranvisieren. Hat mir jetzt nicht so viel geholfen. Also, na, ihr könnt es gerne mal ausprobieren und mir in Kommentare schreiben, wie ihr mit dem Schnellziehgriff auf der Remington klarkommt. Allerdings finde ich, ist das zum Beispiel bei der KSG wesentlich wichtiger. Leichtgewicht ist auch ein Perk, das, wie ich persönlich finde, auf jeden Fall ganz wichtig ist. Das bringt einem, dass man 7% sich schneller bewegt, also man ist 7% schneller, ist einfach ganz wichtig, um die Lücke zwischen dir und deinem Gegner so schnell wie möglich zu schließen. Und deshalb finde ich, ist Leichtgewicht ganz, ganz wichtig. Zähigkeit auch ganz wichtig, damit man, wenn man getroffen wird und dabei gerade auf den Gegner zielt, nicht irgendwie komplett irgendwo in die Luft schießt, weil man hat halt meistens einfach nur einen Schuss und der muss sitzen und da darf man sich nicht irgendwie leisten, dass man irgendwie, keine Ahnung, über den Gegner drüber schießt oder sowas. Gewandtheit und Extrembedingungen sind zwei Perks, mit denen spiele ich einfach richtig gerne. Extrembedingungen ist klar, man muss einfach die ganze Zeit sprinten und man muss einfach die Lücke zwischen dir und deinem Gegner schnell schließen und da kann man sich einfach nicht leisten, dass man in normaler Geschwindigkeit geht, anstatt zu sprinten. Gewandtheit auch ganz klar, wenn man in Close Combat ist, also in Häuserkämpfen und sowas, wo man ja auch eigentlich sein sollte mit einer Shotgun, dass man dann ganz schnell aus dem Sprint
Sprinten ins Schießen übergehen kann. Auch ganz wichtig ist eine Tac 45 oder irgendeine Secondary als Pistol würde ich da entweder die Tac 45, die B23R, die also die Rafika und die Cap 40 empfehlen. Einfach irgendwas, wo man schnell drauf wechseln kann, um vor allem auf größere Entfernung, wo einen der Gegner sehen kann, noch schnell irgendwas anzurichten, wenn man mit der Remington einfach keine Chance mehr hat. Dann bleibt noch ein Punkt übrig, den habe ich jetzt in eine Handgranate investiert, da kann man einfach alles mitmachen. Man könnte eine Rauchgranate nehmen oder eine Semtex, wenn man Objective spielt. Ich mag eine Handgranate ganz gerne und ich denke mal, das war's eigentlich so im Grunde genommen. Die Klasse gefällt mir richtig gerne. Ein bisschen was kann man verändern, aber so ein paar Sachen, gerade die beiden Attachments sind, wie ich persönlich finde, relativ wichtig und Leichtgewicht. Ja, das war's. Schreibt mir mal bitte in die Kommentare, wie ihr diese Serie hier findet. Was soll ich für nächstes Mal ändern? Bewertet das Video bitte, wenn es euch gefallen hat, natürlich mit einem Daumen nach oben. Wenn es euch nicht gefallen hat, mit einem Daumen nach unten. Und ansonsten sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Synex.